Zeit für ein paar weltmeisterliche Autogramme hatten sie noch. Doch unmittelbar nach der Ankunft in Warschau ging der Blick der deutschen Nationalmannschaft bereits wieder zum nächsten EM-Qualifikationsgegner. Gegen Polen erwartet Bundestrainer Joachim Löw ein schwieriges zweites Gruppenspiel. Denn der Wunsch, den Weltmeister zu schlagen, ist groß. Wir sind Weltmeister, aber deswegen alleine gewinnt man die Spiele jetzt nicht. Also wir müssen erstmal gucken, dass wir morgen richtig dagegen halten, dass wir gut organisiert stehen, dass wir versuchen, auch die Konterstärke der Polen eben auch richtig in den Griff zu bekommen. Ich bin jetzt, sagen wir mal, optimistisch, dass wir das möglichst gut morgen auch lösen. Bei der verletzungsgeplagten DFB-Auswahl hofft Lukas Podolski auf einen Einsatz in der Startelf. Beim FC Arsenal bekommt der gebürtige Pole nur noch wenig Spielzeit. Beim Heimspiel in Warschau will Podolski seine Chance nutzen. Ja, jeder kennt ja die Situation beim Verein. Ich habe jetzt nicht den Spielrhythmus, um irgendwelche Ansprüche zu stellen. Ich habe die letzten Spiele weniger gespielt. Trotzdem, ich gebe im Training Gas, versuche fit zu sein und bin auch fit. Und Rest, wie ich immer sage, entscheidet der Trainer, ob er ihn spielen lässt oder reinbringt. Und ich versuche dann, ob es dann von Beginn an oder wenn ich reinkommen sollte, Gas zu geben, um der Mannschaft zu helfen, um am Ende die 3 Punkte mitzunehmen. Die Statistik spricht vor der Partie klar für Deutschland. Gegner Polen gewann bislang kein einziges Duell mit der DFB-Auswahl. Das wollen die Spieler um Bayern-Stürmerstar Robert Lewandowski nun ändern. Ihr Auftaktspiel in der EM-Qualifikation gewannen die Polen 7:0 in Gibraltar. Der Respekt des Gegners aus dem Nachbarland ist ihnen ohnehin gewiss. Die Zuschauer werden nicht hierher kommen, um jetzt den Weltmeister zu feiern, sondern ich bin mir sicher, dass sie versuchen, keine Geschenke zu verteilen. Für mich ist Polen natürlich auch vielleicht neben Irland der Kandidat natürlich auch auf Platz 1 oder 2. Und wenn man ihre Mannschaft so sieht und wenn wir das analysiert haben in den letzten Tagen, dann mussten wir schon auch uns eingestehen, dass Polen natürlich auch eine sehr, sehr gute Mannschaft hat mit technisch sehr guten Möglichkeiten. Nach dem Rausch in Brasilien plagte die deutschen Weltmeister in den vergangenen beiden Spielen noch ein leichter WM-Kater. In Polen soll der nun endlich abgeschüttelt werden und nach dem Auftakterfolg gegen die Schotten der nächste Dreier auf dem Weg zur EM 2016 eingefahren werden.